Ich hatte solche Angst, schnief. Fernsehbild ist weg. Gut, wir quatschen mal nicht hier mit allen. Also ich gehe mal. Konnte man hier kaufen? War doch irgendwo auch verkauft. Man weiß nie, was alles passiert. Was passieren kann. Die Welt da draußen ist ein Irrenhaus. Da braucht man eine Waffe, auf die man sich verlassen kann. Habe ich recht? Und eine Waffe kaufen wir hoffentlich. Oh, noch nicht. Hat nur Granaten. Ah ne, da war ja noch einer. Draußen ist es aber laut, was da wohl los ist. Ja gut. So, was haben wir hier? Was soll der ganze Blödsinn? Mir ist es Schnurz, ob sich Avalans, Avantgarde oder sonst wie nennen. Jeder, der die Planeten auf uns stutzen, stürzen lassen will, ist einfach nicht ganz dicht. Huch. Das war ein Frame-Einbruch. Aber es läuft noch alles. Schniff, schniff. Ich hab's versteckt, damit es niemand findet. Cloud leer. Schniff, schniff. Ich hab's versteckt, damit sowas nicht passiert. Turtles Paradise Nummer 1. Exzellente Weine mit dem gewissen Etwas. Besuchen Sie die Turtles Paradise. Gut. Gehen wir hier wieder raus. Also an Waffen brauchen wir nichts kaufen. Wir brauchen, eher gesagt, Rüstung. Ah, was hast du hier? Das ist ja Objektladen wahrscheinlich. Blinzel, richtig. Wir handeln hier nur gegen Gil. Keine Ausnahmen. Blinzel. Kaufen. 16. 6. Davon holen wir noch 4. Zelte, 2 lassen wir erstmal verkaufen. Objekte, was haben wir denn hier? Echo-Bombe? Bronzereif. Können wir beide verkaufen. Brauchen wir nicht. Geisterhand. Absolviert MP des Gegners. Wie bringt er? Ein Kill? Dem 50. Engel. Na nee, lieber nicht. Tue ich die Gravihände selber einsetzen irgendwie. Hätte nicht gedacht, dass es einstürzen würde. Vielleicht sollte ich in Zukunft lieber nach oben gucken. Dann kommt was von unten, wa? So, was handelst du hier? Hoppla. Denk bloß nicht, dass du einfach zu mir kommen und meinen Kühlschrank leer futtern kannst. Hat dir deine Mutter keine Manieren beigebracht? An einem Ort wie diesem bräuchte man mehrere Leben. Und das wäre immer noch nicht genug. Wie wär's mit etwas Materie? Ich muss was verdienen, um hier wegzukommen. Na gut, kaufen. Gewitter. Genesung haben wir ja schon zweimal. Ich hol einmal Gewitter, einmal Kälte und einmal das. So, tun wir gleich mal ausrüsten. Materia. Blitz. Barrett. Das. Machen wir auf tiefer dann noch Hitze. So. Das sollte wahrscheinlich erstmal reichen. So. Erstmal hier hin. Cloud, oder? Es geht um Eris, oder? Sorry, Shinra hat sie. Ich weiß, sie haben sie von hier genommen. Sie waren hier. Was wollte Eris so? Was will Shinra von Eris? Eris ist vom alten Volk. Die einzigste Überlebende des alten Volkes. Was hast du gesagt? Aber du bist nicht ihre Mutter? Nicht ihre wirkliche Mutter. Oh, es ist bestimmt schon 15 Jahre her. Im Krieg.
Mein Mann wurde an die Front geschickt, weit weg an einem Ort namens Utai. Eines Tages ging ich zum Bahnhof. Ich hatte einen Brief bekommen, er sollte im Urlaub nach Hause kommen. Ah, da ist Reese, oder? Nee, Jesse? Ja, da kommt der nächste. Die dünne und der dicke. Oh, das war wohl zu viel gewesen. Na gut. Der kommt nicht. Also ist er am Krieg gefallen. Das wette ich. Mein Mann kam nie wieder. Vielleicht ist ihm etwas zugestoßen. Nein, ich bin sicher, dass sie nur seinen Urlaub gestrichen haben. Ich bin jeden Tag zum Bahnhof. Dann eines Tages. Oh, das ist anscheinend die Mutter von Eris. Während des Krieges erlebte man sowas oft. Bring Eris in Sicherheit. Sie waren ihre letzten Worte. Mein Mann blieb fort. Wir hatten keine Kinder. Wahrscheinlich war ich einsam, darum beschloss ich, sie mit nach Hause zu nehmen. Eris und ich lernten uns sehr schnell gut kennen. Das Kind redete sehr gern. Sie sprach über alles mit mir. Sie sagte, sie wäre irgendwo aus einem Forschungslabor entflohen. Und ihre Mutter sei schon zum Planeten zurückgekehrt, damit sie nicht allein ist und viel mehr. Ich verstehe langsam. Zum Planeten zurückgekehrt? Ich wusste nicht, was sie meinte, und ich fragte, ob sie einen Stern im Himmel bedeutete. Aber sie sagte, es sei dieser Planet. Sie war in vieler Hinsicht ein geheimnisvolles Mädchen. Mama. Bitte weine nicht. Auf einmal sagte Eris, dass als ich sie fragte, ob etwas passiert sei. Jemand, der dir nahe steht, ist gerade gestorben. Seine Seele kam zu mir, zu dir, aber er ist schon zum Planeten zurückgegangen. Damals glaubte ich ihr nicht. Aber einige Tage später erhielten wir eine Benachrichtigung, dass mein Mann gestorben ist oder war. Und so ist das geschehen. Es ist viel passiert, aber wir waren glücklich, bis eines Tages sagen, wir wollen, dass sie uns Eris zurückgeben. Wir suchen seit lang nach ihr. Nein, niemals. Eris, du bist ein ganz besonderes Kind, von ganz besonderer Abstammung. Deine wirkliche Mutter war vom alten Volk. Natürlich hörte es
Natürlich hörte ich es, dass sie vom alten Volk war. Das alte Volk wird uns in ein Land der Glückseligkeit führen. Iris wird all den Leuten in den Slums Glück verhelfen. Deshalb will Shinra Iris Hilfe. Es stimmt nicht, ich bin nicht vom alten Volk. Ich bin nicht vom alten Volk. Aber Iris, du hörst doch bestimmt manchmal Stimmen. Oder... Ja, jetzt habe ich ja aus Versehen weitergedrückt. Nein, ich höre keine. Und weg ist er. Aber ich wusste es. Ich wusste von ihren geheimnisvollen Kräften. Sie bemühte sich so sehr, sie zu verheimlichen. Deshalb tat ich so, als hätte ich nie etwas gemerkt. Oder bemerkt. Ja. Meine Lesefähigkeiten sind heute wieder... Naja. Es ist erstaunlich, wie sie all die Jahre Shinra meiden konnte. Shinra brauchte sie. Sie werden ihr wohl nichts antun. Aber warum gerade jetzt? Sie brachte ein kleines Mädchen mit hierher. Auf dem Weg hierher fand Zeng sie. Sie konnte wohl nicht schnell genug entkommen. Sie beschloss, zu Shinra zu gehen, damit das kleine Mädchen sicher war. Das muss Marlene sein. Marlene! Iris wurde wegen Marlene gefangen? Es tut mir leid, Marlene ist meine Tochter. Es tut mir wirklich leid. Du bist ihr Vater. Wie konntest du nur jemals ein Kind so allein lassen? Bitte fang da nicht damit an. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, was mit Marlene geschieht, wenn... Aber du musst eins verstehen. Ich weiß auch keinen Rat. Ich will bei Marlene sein, aber ich muss kämpfen. Weil sonst der Planet stirbt. Deshalb kämpfe ich weiter. Aber ich mache mir Sorgen um Marlene. Ich will immer bei ihr sein. Siehst du, es dreht sich im Kreis. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Sie schläft oben. Geh doch zu ihr. Ja, jetzt haben wir natürlich erstmal die Geschichte vom alten Volk halt gehört, wie Iris zu... wie ist sie? Ja, ich kann ja gar nicht... Kann ich mit dir reden? Ja. Elmira. Seufzt. Tifa. Es ist meine Schuld. Ich habe Iris darin verwickelt. Sag sowas nicht. Iris glaubt das nicht. Na gut, gucken wir nach Marlene. Ich bin so froh, dass du okay bist. Papa, weine nicht. Deine Stoppeln tun mir weh. Gut, wenigstens geht's denen gut. Cloud, du hilfst Iris, nicht wahr? Sie hat so viel für uns getan. Nee, für mich getan. Wenn du gegen Shinra kämpfst, kann ich nicht einfach hier bleiben. Ich komme auch mit. Weißt du was? Iris hat mir ganz viele Fragen gestellt. Zum Beispiel, was für ein Typ Cloud ist. Aha. Ich wette, sie mag dich. Ich hoffe es. Aber ich hoffe es. Ich sag tiefer nichts. Dann will ich hoffen. Ich könnte mich hier ausruhen, schlafen. Gut, das war jetzt gerade ein bisschen komisch. Schlafen wir mal kurz hier. So, sind wir wieder da. Und los geht's. Also jetzt müssen wir Iris retten. So, das ist meine Schritte. Ah, das kennen wir ja. Ich gehe erstmal raus. Du wirst Iris suchen, oder? Ja. Ich geh mit. Wir gehen direkt ins Shinra Hauptquartier. Mach dich auf das Schlimmste gefasst. Ich weiß. Momentan habe ich das Gefühl, ich müsste bis an meine Grenzen gehen. Wenn ich hier bleibe, würde ich wahnsinnig werden.